Seid gegrüßt herzlich von Senior Patschi und von mir, der Susi. Wir sind schon eine Weile unterwegs und haben uns ein schönes Plätzchen gesucht. Heute möchte ich euch mal einen Tipp mitgeben, wie ihr die Geschichten vom Kamishibai frei erzählt. Damit ihr nicht so eine hohe Hürde habt, habe ich eine klitzekleine Weisheitsgeschichte ausgesucht für den Anfang. Es war einmal ein Familienvater. Den drückte es so, dass er wissen wollte, was das Geheimnis des Glücks denn wäre. Na, und kein anderer konnte das besser wissen als der weise Nasruddin, der für seine Dummheit wie für seine Weisheit bekannt ist. Und so ließ der Familienvater mal alles hinter sich, machte sich auf den Weg und ging und suchte Nasruddin. Es dauerte lange, bis er ihn fand. Und da, typisch Nasruddin, fand er ihn in Bagdad, mitten auf dem Marktplatz, auf einem Stapel Bananenschalen sitzend. Ja, keiner wusste, warum er da saß. Der Mann ging zu ihm hin. Oh, großer Nasruddin, du hast bestimmt eine Antwort auf die Frage, die mich schon so lang beschäftigt. Sprich, Nasruddin, worin liegt das Geheimnis des Glücks? Nasruddin überlegte eine kurze Weile. Das Geheimnis des Glücks? Das liegt im richtigen Urteilsvermögen. Danke, Nasruddin. Und er wollte sich schon zum Gehen abwenden, da fiel ihm noch was ein. Nasruddin, wie bekomme ich denn das richtige Urteilsvermögen? Das bekommst du mit der Erfahrung. Danke, Nasruddin. Ja, Erfahrung. Nasruddin, sag mir doch noch, wie komme ich denn zu der Erfahrung? Ja, das bekommst du durch falsches Urteilsvermögen. Das war jetzt die kleine Geschichte vom Geheimnis des Glücks. Frei erzählen hat viele Vorteile. Man kann sein Publikum anschauen. Man kann in Dialog gehen mit dem Publikum. Man erkennt die Reaktionen. Man tut sich viel leichter, um in Dialog zu gehen mit dem Publikum. Und man muss sich nicht in einem Blatt verstecken, wo man dann achten muss, dass man die Zeilen nicht verliert und sich kaum aufgucken traut. Ja, und das freie Erzählen, das kann man trainieren. Was du brauchst, ist ein Stück Papier, das hilft dir. Und da zeichnest du zunächst mal dir ein Storyboard auf. Natürlich hast du die Geschichte durchgelesen. Die Geschichte hat dir gefallen. Und du liest sie nochmal durch, Und du wirst merken, je öfter du die Geschichte durchliest, desto plastischer wird sie für dich. Und irgendwann
bekommst du auch die Bilder in deinen Kopf, was in der Geschichte wie aussieht. Und jetzt nimmst du dein Blatt Papier und da muss gar kein Gemälde drauf. Ich gebe dir für jede Skizze 30 Sekunden. Und da kritzelst du einfach drauf, was dir gerade in Sinn kommt. Bei mir war es beim Geheimnis des Glücks die Straße, die ewig lange Straße, wo der entlang geht. Er sucht den Nasruddin. Ja, er sucht. Hier wird jetzt ein Storyboard. Ich nehme irgendwelches Schmierpapier, weil das hebst du ja dann nicht auf. Ja, du kannst, je nachdem, wie viele Bilder dir so im Kopf vorschweben, malst du halt deine Einteilungen. Und dann, wenn du die Idee hast, was auf dem Bild sein soll, 30 Sekunden. Ich möchte die Straße, die irgendwo im Nirgendwo verschwindet. Und du weißt ja, in der Entfernung wird es immer kleiner. Ja, im Vordergrund ist immer gut, einen Baum. Da spart man sich dann viele Details. Und da hinten noch ein paar Berge. Und da vorne können wir dann grün machen, eine Fläche. Und wenn er dann da hinten noch ein kleines Strichmännchen, da läuft er. Gut, das war jetzt das erste Bild, was so in meinem Kopf entsteht. Dann wollte ich ja noch, ich wollte eigentlich nur zwei Bilder machen und habe mir überlegt, auf dem zweiten Bild reicht eigentlich, wenn Nasruddin auf seinen Berg Bananenschalen sitzt. Gut, hier sind die Bananen. Alles mit Bananen und da sitzt Nasruddin drauf. Ja, gut, Turban, ganz grob, die Hände, ja, und Vordergrund und Hintergrund habe ich ganz einfach nur blau oder einfarbig vielmehr gemacht. Und so könnt ihr dann eigentlich recht schnell auch Bilder im Kopf entstehen lassen. Was du beachten kannst natürlich, ich habe es schon angesprochen, unten im Bild ist immer vorne, also da ist alles groß. Unten ist vorne, oben im Bild ist die Ferne, da ist also dann der Himmel. Und was in der Ferne ist, ist ja immer ganz klein. Und was vorne ist, ist immer ganz groß. Drum kann ich da den Baum hinmachen. Wenn ich jetzt hier direkt beim Baum stehen würde, dann könnte ich da einfach nur den Baumstamm, ja, irgendeinen Baumstamm mit Rinde, die Rinde so ein bisschen Krickelkrakel und dann mit verschiedenen Brauntönen ausmalen. Ja, also wichtig für die Bildgestaltung. Unten ist immer vorne, oben ist immer hinten, der weit entfernte Hintergrund. Ja, so kannst du dein Storyboard malen. Vorher ungefähr das Bild im Kopf haben, was dir die Geschichte offenbart, nachdem du sie ja ein paar Mal gelesen hast und sie in dir schon ein bisschen lebendig geworden ist. Und dann innerhalb kürzester Zeit einfach dieses Bild aufmalen, zeichnen. Dann kannst du anhand dieser Zeichnungen, allein anhand dieser Zeichnungen schon deine Geschichte lernen. Ja, dass du dir für jedes Bild erzählst, was da passiert. Und die Geschichte ist sehr kurz, aber du hast die Freiheit, sie auszuschmücken. Es kann ja dem Mann auf dem Weg alles Mögliche begegnen. Es kann... Er kann Leute nach dem Weg fragen, es kann ihm ein Malheur passieren. Du hast die Freiheit zu erzählen, was du willst. Und auch mit Nasruddin, du kannst, das ist ja auf dem Marktplatz in Bagdad, du kannst die Geschichte erfahrbar machen mit allen Sinnen und nicht nur so kurz wie bei mir jetzt als Beispiel. Du kannst den Marktplatz beschreiben, wie der Mann dort ankommt, wie er
die Gerüche wahrnimmt von den Gewürzen, die Tücher sieht, die bunten, wie es halt so auf einem Marktplatz in Bagdad aussieht und riecht, ja, die Sinne ein bisschen ansprechen. Und da sieht er plötzlich dann den Nasruddin auf einem Berg Bananenschalen sitzen. Ja, du hast die Freiheit, die Geschichte auszuschmücken. Und je mehr du sie ausschmückst und mit allen Sinnen erfahrbar machst für die Zuschauer und Zuhörer, desto schöner ist sie dann auch. Und du wirst merken, je mehr du dich mit der Geschichte befasst, desto lebendiger wird sie in dir und desto mehr wird dir dann auch dazu einfallen. Jedenfalls geht's mir so. Und am Ende bin ich in der Geschichte mit dabei. Und dann auswendig lernen. Stück für Stück. Ja, du hast ja den Text und dann liest du dir den Text ein Stück weit durch und sprichst ihn vor, am besten laut. Bei mir klappt es wunderbar, wenn ich unterwegs bin. So präge ich mir die Texte ein und da geht es ganz toll. Ja, und dann am Schluss das Ganze. Also erst Stück für Stück die Texte einprägen und dann das Ganze. Und mir geht es dann so, dass die Geschichten durch dieses Auswendiglernen und durch dieses sich so innig damit befassen, die werden lebendig in mir. Und da habe ich manchmal das Gefühl, ich habe es selber erlebt, ich bin da drin in der Geschichte. Ja, also ich wünsche dir, dass du ganz viele tolle Geschichten findest und einen guten Einstieg ins freie Erzählen.